Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part unserer Familien-Challenge. Im letzten Part war so einiges los. Micha hatte von der Arbeit eine Kollegin mitgebracht, die er wohl sehr anziehend fand, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er da einige Wünsche gehabt. Auf jeden Fall hat er sie sich als Freundin gemacht, also sich mit ihr angefreundet, so. Gut, das soll ich mal lernen, ne? Und der Wunsch für die Beförderung ist jetzt erfüllt. Selina hatte auch eine Schulfreundin mitgebracht. Und die haben sich, glaube ich, hoffentlich auch ganz gut da amüsiert. Dominik und Kevin, unsere zwei Jungs, haben geschwänzt. Waren nicht in der Schule, nein. Haben schlechte Noten dafür bekommen und machen momentan nur Blödsinn. Er ist irgendwie auf dem Spaßtrip hier, der Dominik. Kevin findet sein Bett nicht mehr, meint, die Couch ist besser zum Schlafen. Und ja, Micha hatte noch den Wunsch nach einem weiteren Kind. Also bitte kommentiert mal, ob ihr das möchtet oder nicht. Ich bin für alles offen. Da das ja eine Familien-Challenge ist, könnte man das noch machen. Aber da müssen wir uns beeilen. In 5 Tagen wird er Knacker. Sag's ja nur so, ne? Ja. Das ist momentan der Stand der Dinge. Und jetzt ist es gleich 5 Uhr und ich will den Guten mal aus dem Bett schmeißen. Hat ja genug geschlafen, damit er sich hier mal irgendwie kümmern kann. So, gehst du bitte benutzen und duschen und Frühstück servieren. Mach mal, oh, er könnte Omelettes machen. Das ist doch mal was Feines. Schöne Omelettes. Ja. Dominik hing ja die halbe Nacht am Kühlschrank. Entweder hat er sich was zu essen gemacht oder da rumgespielt. Tür auf, Tür zu, drangehängt und reingeguckt. Und ich weiß ja auch nicht. Irgendwie... Ja. Und jetzt ist er müde und wettend, der schwänzt wieder die Schule. Ich sehe schon kommen, dass er der Erste ist, der vom Sozialarbeiter entführt wird. Ja, was? Ich weiß nicht, warum du nachts nicht ins Bett gehst. Ich meine... Kevin ist zwar auch nicht im Bett, aber wenigstens schläft er auf der Couch. Also, Selina hat ins Bett ihres Bruders gefunden und ja, ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Es ist alles sehr, sehr merkwürdig. Aber wenigstens hat Michael hier so eine richtig gute Laune. Mhm. Da, wie kann man nur sein Kind verhungern lassen? Kevin ist ja nur noch Haut und Knochen. Gib dem Kind was zu essen und zwar schnell. Ja, machen wir, ja. Komm, dann hör auf zu duschen. Bist sauber genug. Außerdem, Kevin könnte, wenn er wach wird, aufstehen und sich selbst was nehmen. Es ist kein Baby mehr. Ja, also bitte. Unterlasst diese Anschuldigungen. Ich lasse hier niemanden verhungern. Hab ich noch nie, werde ich auch nie. Guckt mal, wie macht man denn Omelette? Hm, die Fahrgemeinschaft fährt in der Stunde. Ja, das ist mal wurscht. Geht grad. Hm, richtig schön mit Eiern und was auch immer das da ist. Ah, Paprika geschnipseltes. Hm, lecker, lecker. So ein Omelette würde ich auch gern essen. So ein richtiges Gemüseomelette mit Paprikaschnipseln drin und so. Oh, Kevin ist wach und Selina ist wach. Das passt. Das ist perfekt, ihr Lieben. So, dann kommt auch gleich was zu essen. So, rufen wir mal wieder zum Essen. Das Problem ist, jetzt sitzen sie wieder alle am Tisch und sind wieder alle am Essen. Okay, gut, zeitlich müsste es eigentlich hinkommen. Aber auf jeden Fall könnte passieren, dass dann wieder welche am Schwänzen sind. Wobei ja, wie gesagt, Dominik, wo ist er? Liegt in Selinas Bett und schläft. Also ich schätze mal, der geht sowieso nicht in die Schule. Der wird es verschlafen. Man kann die ja auch nicht wecken. Ihr seht ja keine Aktion verfügbar, wenn die am Pennen sind, ne? Na toll. Und der Schulbus kommt in einer Stunde. Und die sitzen da und essen gerade mal. Voll. Perfekt. Ich weiß nicht. Also, jetzt haben wir sie als Babys groß gekriegt. Aber als Kinder und Teenies haben wir echte Probleme mit euch.
Naja. Wird noch. Komm, ess ein bisschen schneller, Micha. Dein Auto wartet auch nicht ewig. Das ist das Schlimme, wenn die zusammen frühstücken. Ja. Und tschüss. Viel Spaß und viel Glück, was die Beförderung betrifft. Ich hoffe, es klappt. Das wäre nämlich echt mal cool, damit wir hier vielleicht auch noch mal ein bisschen Geld reinkriegen, um hier noch das eine oder andere zu verschönern. Ah, Kevin hat aufgegessen. Das ist schon mal gut, obwohl der immer noch blassgrün ist. Ich glaube, der könnte glatt noch eine Portion vertragen. Aber gut. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass er heute in die Schule geht. Da er ja auch wach ist und geschlafen hat über Nacht, auch wenn es nur auf der Couch war, sollte das ja jetzt funktionieren. Ich habe die Freunde eingeschaltet. Okay, warum das denn? So, Abmarsch. In die Schule mit euch beiden und ich schätze, Dominik wird wieder da bleiben. Jo, Monika, geh und ess was. Ach nee, er steht auf. Guckt mal da, er ist aufgestanden. Er zieht sich an und er geht los. Ah, wahrscheinlich hat es gereicht, dass er einen Tag geschwänzt hat. Oder willst du jetzt erst was essen? Nee, gell? Okay, er geht in die Schule. Wow, ich bin begeistert. Geht er oder geht er nicht? Das ist hier die Frage, ne? Tschüss. So, dann haben wir mal wieder Monika allein daheim. Na, das ist doch auch okay. So, und ich kann hier mal wieder spulen. Weil ja Monika allein daheim nicht so schwer ist zu verfolgen. Ja, räum mal ab, genau. Wenn du noch Hunger hast, wollte ich gerade sagen, nimm dir ruhig noch ein Omelette. Ich glaube, die schmecken ganz, ganz vorzüglich. Ja. Ich habe sie jetzt extra nicht weggepackt, weil ich mir dachte, so kann sie auch noch mal was nehmen. Außerdem war ja Dominik noch nicht mit Essen fertig. Und da weiß man ja nie, ne? Der hätte ja auch noch was essen wollen vielleicht. Und wenn das Zeug im Kühlschrank steht, macht er ja nichts. Und der Ball. Ich glaube, Monika heiratet in ihrem nächsten Leben einen Ball. Hm? Was? Ich habe nichts gehört. Und wieder der Ball. Sie liebt ihn, sie liebt ihn nicht. Du kannst so viel lernen in diesem Haushalt. Ich weiß nicht, wo dein Problem ist. Ehrlich, Mädel. Ich weiß es nicht. Da gibt's Bücher, da gibt's... Genau, Schach. Spiel, Schach. Das gibt so viel Logik und macht Spaß. Also, ehrlich, dass die Frau ein Problem bekommt, weil, verstehe ich nicht. Dass Kinder Probleme kriegen, kann ich ja nachvollziehen. Aber dass die Frau, der es so genial gut geht, die hat drei Kinder auf die Welt gebracht, um die sie sich mehr oder weniger gar nicht gekümmert hat, darf den ganzen Tag tun und lassen, was ihr Spaß macht. Kein Druck, keine Rechtfertigungen, nix. Die hat doch ein Traumleben, oder? Sagt doch mal. Das wünscht sich doch jeder. Den ganzen Tag machen und tun, was man will. Muss nicht arbeiten gehen. Kann schlafen, wie sie lustig ist. Kann essen, wie sie lustig ist. Kann spielen und machen und tun. Also, ich verstehe der ihre Probleme wirklich nicht. Mhm. Dominiks Noten werden schlechter. Oho, Selinas Noten werden schlechter. Ja, die machen ja auch alle keine Hausaufgaben mehr. Das ist dann ein Hausaufgabenmarathon fürs Wochenende wieder mal, ne? Die Mama, die so schlau ist, macht ja auch keine Hausaufgaben mit denen. Das wäre ja wieder Arbeit. Mhm. So ist das. Ach so, jetzt weiß ich, warum es langsamer geworden ist. Die sind ja heimgekommen. Stimmt, Teenies kommen ja schon um 13 Uhr aus der Schule. Ja, macht erstmal eine Kissenschlacht. Das ist eine gute Idee. Kissenschlacht ist immer gut. Autor, Schachtisch, Bauernschlau, ein Logikpunkt für Monika. Das ist fein. Monika, du bist gut. Ja, haut sie euch um die Ohren, die Kissen. Und auf den Kopf auf. Aua, pass mit ihren Knuddeln da auf den Kopf auf. Knuddeln, oder wie man dazu sagt. Ja. Dickschädel. Ja. Au! Hey, Vorsicht, du hast ihren Fingernagel abgebrochen. Das gibt dir aber Spatschbauf. Da fliegen die Federn. Mhm. Ah, ich find's toll, wenn die sich so beschäftigen. Ehrlich, da könnte ich den ganzen Tag zugucken, wie, was denen so einfällt an Beschäftigung. Ah, der Papa kommt heim und jawohl! Stopp! Das will ich sehen. Hui! Heute ist kein Kevin da, der dich begrüßen kommt. Aber
Micha wurde befördert zu Wahlkampfleiter. Ui, jetzt leitest du den schon. Du verdienst jetzt mehr Geld, musst dafür aber auch umso mehr Überstunden schieben. Bei der ganzen Arbeit solltest du jedoch nicht deine nachbarschaftlichen Beziehungen und die häusliche Harmonie aufs Spiel setzen. Denn als Politiker bist du auf ein gutes Image angewiesen. Haha, baue Charisma auf und versuche dich immer ins rechte Licht zu rücken. Denn ansonsten wirst du früher abstürzen, als du glaubst. Auch Freunde können manchmal sehr wichtig sein. Mist, die ganze Zeit hat er ja recht coole Arbeitszeiten gehabt, so von 8 bis mittags, ne? Jetzt muss er bis 17 Uhr arbeiten. Das gibt Chaos pur hier. Das funktioniert nicht. Warum wollte ich eigentlich, dass der befördert wird? Naja, Micha hat jetzt 602 Simeons verdient und einen Bonus von 1200 bekommen. Ja, den Bonus nehmen. Ihr könnt ihn gern wieder degradieren. Also die alten Arbeitszeiten waren für diesen Haushalt hier wirklich viel besser geeignet. Ich fass es nicht, ey. Er möchte, dass Selina ein Überflieger wird. Ein Fähigkeitenpunkt. Sich mit der Daria da enger anfreunden. Ja, wie sieht's denn überhaupt aus? Er braucht Logik und Kreativität. Und hier braucht er Spaß. Mhm. Ei, dann schlag ich mal vor, du gehst bitte als erstes auf Toilette und dann wäschst dir bitte mal die Hände. Putzen kann das wer anders. Und dann tust du malen. So, das ist jetzt momentan so die Idee. Und hör mal auf zu rufen, es ist kein Kevin da, der war heute brav in der Schule, wie sich's gehört. Kann mal einer ans Telefon gehen? Ich habe gerade keine Zeit. Ich muss auf Topf. Kinder, es könnte für euch sein, Selina, Dominik. Nein, die sind viel zu sehr mit ihren Kissen beschäftigt. Hm. Ja, komm, dann hebt noch ab. Könnt ja wirklich mal. Jetzt geht sie dran. Toll. Kann ich Micha sprechen? Okay, ja. Hm. Ey, du siehst so. Nein! 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 Dominik, was tust du? Schaut es euch an. Dominik, Wut entbrannt. Warum auch immer, hat das schöne Puppenhaus kaputt gemacht. Und womit soll Kevin jetzt spielen? Das war Kevins Spielzeug. Ja, guckt euch dieses Gesicht an, ey. Oh, Wut. Aber geile blaue Augen. Und ein schöner Riesenpickel. Da einer und da einer. Und da kommt auch schon wieder was. Ja, nee, echt. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Echt? Das ist für mich auch mal wieder ganz was Neues. Ja, belehre ihn. Das macht man nicht. Du kannst doch nicht einfach Kevins Spielzeug kaputt hauen. Das ersetzt du gefälligst. Ja, ist das so. Ja, räum's wenigstens auf. Kevin gehört zu den schlechtesten Schülern der ganzen Schule. Ach du meine Schande. Aua, aua, aua. Hm. Und jetzt hat er noch nicht mal mehr ein Spielzeug. Ey, es nutzt nichts, wenn du die 6 auf den Boden schmeißen drauf drum trampelst. Gott, da sind schon 2, 3. Ja. Du brauchst Spaß, okay. Gut, dann mach mal Fernsehen. Muss er jetzt erst duschen? Die machen sich alle was zu essen, aber gut, okay. Oh oh! Oh oh! Da kommt's! Da kommt's, was ich befürchtet habe. Nein, nein, nein. Seht sie euch an. Das ist sie, die Tante vom Amt. So muss die aussehen, mit Namensschildchen und allem. Sozialarbeiter. Ich glaube, Kevin ist jetzt fällig. Als der Schlechteste der ganzen Schule. Nein, ich will mein Kind nicht verlieren. Können wir da irgendwas machen? Nein, wir können nichts machen mit der Dame. Kevin, komm her!
Komm in meine Arme. Lass dich umarmen. Wir wollen nicht, dass du umarmen. Freundschaftlich. Tu ihn umarmen und knuddel ihn bis zum geht nicht mehr. Aufmuntern. Und ich weiß nicht, was noch. Beeil dich, beeil dich, beeil dich. Guck dieses Gesichtchen an. Ja, schnell, mach, mach. Umarm ihn. Umarm ihn. Oder wo ist die Dame? Wo ist denn die? Wo ist sie? Wo ist sie? Da. Belehrt werden. Ja, können wir... Mit der können wir nichts machen. Das ist blöd. Und Monika sitzt immer noch draußen und übt Schach. Ich fass es nicht. Monika ist mal alles egal. Leute, Leute, das habe ich noch nie gehabt. Das will ich jetzt genau betrachten, was hier abgeht. Warum kann er denn mit dem Kind nichts machen? Gut, dann mach mit dieser Dame da halt. Lass dich belehren. So geht's nicht, junger Mann. Ich kann nicht. Ich hab nichts gemacht. Ich hab alles getan. Ich hab versucht, mit ihm Hausaufgaben zu machen. Und. Er ist, ja, der, ja, geht nicht. Hallo, Kind, verabschieden, umarmen, bitte, bitte. Geh nicht weg, geh nicht weg. Ich will dich behalten. Kevin. Ihr könnt mir doch mein Kind nicht wegnehmen. Nimm mir mein Kind nicht weg. Nimm mir mein Kind nicht weg. Das geht nicht, das kannst du nicht bringen. Ey, Frau, hallo du da. Du mit dem Namensschildchen da. Ja. Um Kind weinen. Genau. Weinen ums Kind. Nein. Und da war es einer weniger. Unser lieber Kevin. Der gute, liebe Kevin. Unser Nesthäkchen wurde entführt. Von der bösen Sozialtussi. Ach, sag bloß. Und Monika drückt sich auch gerade ein Tränchen, oder was? Sie sitzt übrigens mitten in der Luft. Warum, weiß ich nicht. So, du kriegst jetzt erstmal einen Anschiss. Ich bin wütend. So, Ärger, streiten. Weil du dich nicht gekümmert hast. Du bist schuld. Du bist... Ah. So, du bist die Böse. Kevin, sie haben uns den lieben guten Kevin genommen. Blöde Kuh! Wegen dir ist das passiert. Ich hab nie gesagt, dass ich so viele Kinder kriegen wollte. Immer diese blöden Brummkreisel. Überall lag alles im Weg und keiner hat sich um mich gekümmert. Und überhaupt und tralala. Und, jetzt ist es traurig. Ja, aber du hättest dich mehr um Kevin kümmern können, auch wenn ich mich gerade zu dir hingezogen fühle. Und Selina wird die Nächste, die im Kinderknast landet. Nein, hier landet keiner mehr im Kinderknast. Höchstens du. Ja, du. Du denkst nur ans Geld. Ah, ich wurde befördert. Und was bringt mir das ohne das Kind? Ja, da guckt Kevin. Der liebe, gute Kevin. Okay, wir müssen leider von diesem Drama jetzt Abschied nehmen. Es hilft ja alles nix. Mal gucken, was kann man denn mit den anderen so machen gerade? Ermutigen, spielen, reden, umarmen. Umarme mal deine übrigen Kinder, komm, und red mit der. Das ist ganz wichtig, die versteht sonst nicht, was hier passiert ist. Kitzeln. Na, spielen ist blöd. Spielen ist blöd. Nee, wir machen das andersrum. Wir reden erstmal. Guck, Kevin wurde mitgenommen, weil sich deine Mama nicht ordentlich um ihn kümmern konnte. Und überhaupt, und jetzt kommt es drauf an, wir müssen zusammenhalten und du musst ganz lieb und... groß sein, immer in die Schule gehen, Hausaufgaben machen und so weiter und so fort. Jetzt geh und kümmere dich um dein Kind. Micha! Bevor das hier auch noch entfernt wird. So, komm, hier.
Guck mal, Selina, ich erkläre dir das. Ne, so war das. Deine Mama hat sich ja nie gekümmert. Die hat ewig nur im Bett gelegen und sonst nichts gemacht. Und jetzt haben sie Kevin abgeholt. Und du musst aufpassen, ja? Nicht, dass sie dich auch abholen. So, ja, ich weiß, du brauchst Spaß. Dann geh und guck Nachrichten, weil mit Dominik kannst du gerade nichts machen. Der ist, sie trauert ums Baby, ja, ja. Von wegen, jetzt kommst du damit. Es wird Zeit, dass ihr noch ein bisschen Spaß kriegt irgendwie. So ein bisschen Nachrichten vielleicht guckt oder sowas. Was will sie? Kissenschlacht. Ja, nee. Du kannst hier bei uns mitmachen. Umschalten auf... Guck mal, Sport. Hey, Sport. Und dann kannst du mitmachen. Mitmachen. Und du auch, komm. Gucken wir mal ein bisschen. Sport, um uns ein bisschen abzulenken und überhaupt, ja. Das ist jetzt natürlich voll der Hammer hier. Hätte ich nicht gedacht, dass, ja. Was? Angst davor, Selina bekommt eine 6. Ja, wir müssen uns dringend wieder um die Hausaufgaben kümmern. Das Schlimme ist, jetzt muss er länger arbeiten. Ach, hat sich eigentlich an den Arbeitszeiten was geändert? Nix mehr mit Wochenende. Jetzt hätte er Dienstag, Mittwoch frei. Gut, kannst du vergessen. Notfalls suche ich mir einen anderen Job. Ist mir dann auch egal. So, dann warte mal kurz. Nee, Moment. Irgendein Stapel war Selina. Aber welcher? Oh, Schande jetzt. Welcher von diesen zwei Stapeln gehört der Selina? Es ist überall gleich viel. Komm, dann mach jetzt mal Selina bei Hausaufgaben helfen. Das muss sein. Ja, Monika, dein Ball hilft uns da auch nicht weiter. Oh. Hey. Selina. Komm, machen wir mal schnell Hausaufgaben, bevor der nächste Sozialarbeiter angerast kommt. Weil ihr so schlecht in der Schule seid. So, und das machen wir jetzt aber auch gründlich. Und die Mama ist schon wieder am Rumspinnen. Ja. Sie steht übrigens mitten in der Couch, also irgendwie ist Monika ein bisschen verbuggt, würde ich sagen. Fertig? Wie? Hast du schon alle fertig? Nee. Bitte. Ah, gut, okay, dann... Ach. Von mir aus. Dann mach aber wenigstens noch was zu essen. Oder haben wir noch irgendwelche Reste, die wir nehmen können? Wir können ja mal gucken, was es noch gibt. Oh nee, das ist nix, nee. Dann Abendessen servieren, Hamburger. Ach je. Tja. Und so läuft das. Und Dominik hat den ganzen Zirkus verschlafen, ne? Träumt zwar davon, aber er hat alles verschlafen. Das heißt, er ist wahrscheinlich dann wieder nachts wach und hat ein Problem, morgens in die Schule zu kommen. Tja, und Monika ist nur noch am Durchdrehen und nur noch am, ich weiß nicht, ausflippen oder was auch immer. Ich kann echt nichts mehr machen hier. Das ist ein Drama. Ein Drama, ein Melodram, ein ich weiß nicht was. Ich bin echt unglücklich. Ja, und sie hat zwei Gefühle. Sie liebt ihren Mann, aber sie vermisst ihren Sohn, den sie sonst nie zur Kenntnis nahm. Oder nur sehr selten mal, ne? Monika, du schuld bist. Wer auch sonst, ne? Es ist einfach, ihr die Schuld zu geben. Aber ein Papa kann sich auch nicht zerteilen in 5 Stück oder was weiß ich. Monika.
Oh, ich glaube, die Idee mit noch ein Kind kriegen, die tun wir lieber abhaken, weil, ja. Wir werden alle älter. Ach, weißt du noch, wie Stinky mich angestunken hat? Story. Mhm. Ja, oder war es Kevin, den er bespritzt hat? Nee, ich glaube, Selina hat vom Stinky mal was abgekriegt. Ach ja, Leute. Jetzt ist es wirklich passiert. Ich kann es gar nicht glauben. Ja, genau. Hausaufgaben. Du hättest mehr Hausaufgaben mit ihm machen müssen. Und nicht die Nacht da zum Tag und mit Gespenstergeschichten und was weiß ich. Ja. So ist das. Was machst du jetzt wieder hier? Ha? Baden, okay. Gut. Oh, da ist ein Hund. Ach, und wir haben auch noch Post, sehe ich gerade. Komm, die holst du mal lieber, bevor noch ein Gerichtsvollzieher kommt und dann legen wir ihn ins Bett. Mhm. Vielleicht, warte mal, nee, Reste weglegen. Auch noch. Leg die Reste weg. Erstmal. Und dann Post holen. Alle Rechnungen bezahlen. Nein, 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 nein. Geh gleich alles bezahlen. Komm. Und dann ab ins Bett mit dir. Schlafen. So. Und ihr könnt über Kevin nachdenken. Vor allem du da. Micha geht jetzt hoch. Schlafen. Jetzt macht sie sich noch was zu essen. Okay. Gut, dann legen wir den Guten mal hin. Und ich würde sagen, dabei werde ich auch diesen Part wieder beenden. Traurig genug war er ja nun, ne? Ich hoffe, ihr habt trotzdem euren Spaß hier noch, ne? Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Mal schauen, wie viele Kinder am Schluss noch übrig bleiben. Bis dahin, mach's gut, tschüss.